haben wahrscheinlich alle gewartet, denn jetzt kommt eine Künstlerin auf die Bühne, über die ich mich ganz besonders freue. Denn sie ist der Beweis dafür, dass Österreich halt keine rückständige Alpenrepublik und trotz der engen Bergtäler und trotz mancher immer noch zurückgebliebener ein offenes und freies, nicht etwa im Sinne eines Stückchen parteifreiheitliches Land ist. Eine Künstlerin, die 2014 den Song Contest kräftig aufgemischt hat und sich dabei den Zorn auch ewig gestriger Moral wieder zugezogen hat. Das hat allerdings ihre Karriere nicht aufhalten können. Inzwischen ist sie vielleicht die international bekannteste Künstlerin Österreichs. Hier die ganze Ordnung. Und wird heute exklusiv mit dem Niedersächsischen Staatsorchester und den eigens dafür entstandenen Arrangements eine Auswahl ihrer Lieder präsentieren. Ja, als ehemaliger Kaiser freue ich mich ganz persönlich, dass unser Land endlich nicht mehr nur durch Mehlspeisen und Trachtengruppen repräsentiert wird, sondern eine so einmalige und bezaubernde Blüte hervorgebracht hat. Conchita heißt sie oder er, aber das ist ja Wurst. Christian